Der Weltverband UWW hat am 1. Januar 2018 neue Regeln herausgebracht, vor allem im griechisch-römischen Stil. Was diese Regeln genau bewirken sollen, erklärt uns heute Olympiakampfrichter Uwe Manz. Herr Manz, warum gab es diese Regeländerung von der UWW? Was soll jetzt verbessert werden im griechisch-römischen Stil? Ja, wir hatten in der letzten Zeit viele große Meisterschaften, die aus vielerlei Hinsicht nicht so gut gelaufen sind. Die Attraktivität im griechisch-römischen Stil hat definitiv gelitten. Und hier sollte Abhilfe geschaffen werden, indem man halt das offene Ringen fördert. In welchen Bereichen genau soll das hier besser gemacht werden? Also es soll darauf geachtet werden, dass Handgelenke nicht so oft gefasst werden, dass die Ringer offen zueinander stehen, der Kopf nicht ständig auf der Brust abgesenkt wird. Wie man das hier gerade auch gut erkennen kann in dem Kampf, dass ständig die Finger gehalten werden. Und da erhofft man sich, dass dadurch mehr Standtechniken möglich sind. Jetzt sind das natürlich Probleme, die es nicht nur seit dieser Saison im Ring gibt, sondern diese Fouls etc. gibt es schon natürlich die gesamte Zeit über. Wie ist da die Intensität von dem Foul, bis abgepfiffen wird? Also wann sollte der Kampfrichter sagen, ich unterbreche jetzt den Kampf und ergebe eine Verwarnung? Ja, wir sollten natürlich das Fingerspitzengefühl hier nicht außer Acht lassen. Wir können nicht jeden Kampf mit Verwarnungen beeinflussen, aber hier kriegt er ganz klipp und klar nach den ersten Aktionen eine Ermahnung. Der Kampfrichter unterbricht den Kampf, ermahnt ihn eindeutig auf sein Fehlverhalten. Anschließend, wenn es weitergehen sollte und die Intensität nicht nachlässt, dann soll er ihn verwarnen und seinem Gegner 2 Punkte zusprechen. Kann es auch passieren, dass ein Ringer direkt nach der ersten Aktion, nach dem ersten Foul schon eine Verwarnung bekommt? Es gibt gewisse Situationen, wir kommen im Laufe der Videos mit Sicherheit noch dazu, das genauer zu erläutern. Worauf liegt das Augenmerk des Kampfrichters hier in dieser Situation? In dieser Situation ist es offensichtlich, dass der Verteidiger, Rot, hier offensichtlich seinen Vorsprung verteidigen möchte. Hier flüchtet er aber, deswegen ist der Kampf sofort zu unterbrechen. Er ist deutlich zu ermahnen, den Kampf in der Mitte fortzuführen. Hier flüchtet er erneut, in diesem Fall hat der Kampfrichter sofort zu unterbrechen, eine Verwarnung an Rot zu geben und Blau mir 2 Punkte zuzusprechen. Auch in dieser Szene geht es um negatives Ringen. Hier stellt sich für uns die Frage, ab wann ist ein Stoßen als solches zu ahnden, eben mit einer Ermahnung oder einer Verwarnung? Also hier war das als erstes eine Ermahnung. Der Stoß ist eindeutig. Bevor der Rote die Matte verlässt, wird er mit langen Armen rausgeschoben und gleichzeitig verliert er Kontakt. Im Gegensatz zum Negativwrestling ist hier der Angreifer nur mit einer Verwarnung und der Blaue mit einer 1. Was hat ein Kampfrichter an dieser Situation zu beanstanden? Jetzt in diesem Fall beide ringen offen, beide lassen Griffaktionen zu. Allerdings befinden wir uns jetzt hier im sogenannten passiven Ring, weil keiner von beiden in irgendeiner Art und Weise eine Technik anwendet. Hier hat der Kampfrichter dann die Möglichkeit, nach einer gewissen Zeit einen Ringer in der Art und Weise zu ermahnen, dass sein Gegner einen Vorteil bekommt. Das Hauptaugenmerk bei den Regeländerungen der UWW lag natürlich auf der Bodenlage. Hier wurde am 01.01.2018 eine neue Bodenlage eingeführt. Und jetzt an Sie die Frage, Herr Manz, ist diese Bodenlage so korrekt? Also das wäre so das Wunschkonzert, was wir immer haben. Beide Hände vom Obermann sind auf den Schultern von seinem Untermann. Beide Knie haben Kontakt zum Boden. Der Untermann hat die Beine gestreckt und auch die Arme nach vorne gestreckt. Und auf diese Art und Weise gibt es in der Regel keine Probleme. Es ist verboten anzuwinkeln oder, so wie Rot es gerade macht, sein Knie auf den Oberschenkel von seinem Gegner zu legen oder auch den Rücken mehr oder weniger zu berühren. Beide Hände kommen komplett nach vorne. Dann gibt es in der Regel auch überhaupt keine Probleme. Es ist auch nicht erlaubt, nicht aufzulegen. Auch da den Hinweis sofort auflegen. Und dann kann man auch den Kampf anpfeifen und es ist eine Bodentechnik möglich. Warum wurde diese neue Bodenlage so eingeführt? Wir haben es ja gerade selber gesehen, dass mit jeder Berührung eines anderen Körperteils der Untermann sofort reagiert und sofort aktiv wird. Dazu gab es sehr häufig Ermahnungen, die unnötig waren. Es gab unheimlich viele Situationen, die nicht eindeutig waren und der Kampfrichter dann mit Verwarnungen mehr oder weniger teilweise die Kämpfe entschieden hat. Um das zu verhindern, wurde diese Regel eingeführt und ich habe die Erfahrung gemacht nach den ersten größeren Turnieren, dass sich die total bewährt hat. Auch im Bereich der Beinarbeit gibt es eine sehr wichtige Änderung im griechisch-römischen Stil. Wie sieht diese aus und warum wurde sie eingeführt?
In dem Moment, wenn Beinarbeit gemacht wird, verhindert der Verteidiger eine Grifftechnik. Und diese Grifftechnik kann ja mit 4 oder 5 Punkten bewertet werden. In diesem Fall gibt es eine Verwarnung und 2 Punkte für den Gegner. Sollte es wie in diesem Fall zu einer Wiederholung kommen, wo er erneut eine größere Grifftechnik verhindert, gibt es erneut eine Verwarnung und 2 Punkte und eine direkte Disqualifizierung, damit taktische Dinge hier unterbunden werden. Neben der Beinarbeit verwendet der verteidigende Ringer in der Bodenlage natürlich auch gerne das Abstützen, um sich aus dem Griff zu befreien. Ab wann ist denn ein Abstützen erlaubt? Also hier ist es relativ eindeutig. Alles, was vom Handgelenk bis zur Schulter abgestützt wird, wird toleriert. Problematisch wird es in dem Moment, wenn der Verteidigende, in diesem Fall der blaue Ringer, sich zum Hals bewegt, beziehungsweise im Bereich des Kopfes bewegt. In diesem Moment ist es ein Foul. Blau erhält eine Verwarnung und Rot bekommt 2 Punkte und eine erneute Chance in der Bodenlage. Warum ist gerade diese Regelübertretung, die wir hier im Video sehen, so schwerwiegend? Also es ist ja relativ gut bekannt, dass der Kopf den Körper steuert. In diesem Moment, wenn man mit diesem Foul in dem die Hände in den Gesichtsbereich gehen oder gegen den überstreckten Kopf drücken, ist es unmöglich, für Blau eine Aktion durchzuführen und es ist extrem gefährlich, auch bei Griffausführung.